Zwei Sachen stören mich an dem Typen ganz gewaltig. Dass er mich hier gefangen hält und sein selbst für Männer abartiger Klamottengeschmack. Solche Schreckgestalten sollen die bösen Geister von dem Tempel fernhalten. Bei meiner sympathischen Wache hat es leider nicht wirklich funktioniert. Ein Strauch mit weißen Beeren. Auf die Entfernung lässt sich aber schwerlich sagen, um was für Beeren es sich handelt. Die muss jemand mitgebracht haben, denn sie ist ausschließlich in den Hochmooren von North und South Carolina beheimatet. Eine faszinierende Pflanze. Sie stirbt nach der Blüte ab. Gut, bei Menschen ist das nicht ungewöhnlich, aber lassen wir das. Jedenfalls wurde dieses Rohr noch nicht ausgehöhlt. Die typischen Kammern im Innern sind also noch erhalten. Der Draht ist sehr stabil und lässt sich kaum verbiegen. In der Schale sind Bananen, Orangen und Himbeeren. Die ersten beiden sind ja hier nichts Besonderes, aber ich frage mich schon, woher sie die Himbeeren haben. Nehme ich die Orange oder vielleicht die Banane? Oder doch lieber die Himbeere? Egal für welche Frucht ich mich auch entscheide, Länderpunkte wird's wohl keine geben. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Mehr als drei Früchtchen sollte ich nicht aus der Schale nehmen, sonst fällt es noch auf und die blöde Wache wird mir blöde Fragen stellen. Keine schlechte Idee. Die Orangen rollen halbwegs vernünftig und könnten als Räder fungieren. Mal sehen, ob sich daraus was konstruieren lässt. Die Signalrakete kommt in das Bambusrohr. Dieses wird noch etwas justiert. Und schon haben wir, nennen wir es mal, eine mobile Raketenabschussrampe. Eine verwegene Konstruktion und ein verwegener Plan. Passt gut zusammen. Hoffentlich kommt mein Gefährt nicht unterwegs vom Weg ab. Warum muss sowas immer nur mir passieren? Was für ein Chaos. Hier sollte mal jemand... Wo ist Sam? Was ist hier passiert? Ich erinnere mich nur noch dunkel an irgendwelche Stimmen und... Die haben Sam entführt. Was mache ich jetzt? Sam suchen. Aber wo? Sie kann überall sein. Aber ich sehe nur Grünzeug und kenne mich auf der Insel nicht aus. Keine Chance. Was war das? Die Signalrakete wurde in der Nähe des Tempels abgeschossen. Von Sam? Oder ist es eine Falle? Egal, ich muss es riskieren. Ich kann Sam nicht einfach im Stich lassen. Die hat's wohl bei der Explosion vom Flaggenmast gerissen. Wenn es wirklich stimmt, dass diese Totems wilde Tiere abschrecken, lasse ich sie lieber stehen. Sam meinte, dass die Augen auf den Pfauenfedern Tiere abschrecken, so nach dem Motto, wenn das Auge schon so groß ist, wie riesig mag dann erst das ganze Tier sein? Naja, wenn's klappt, soll's mir recht sein.
Der hat vermutlich mal unerwünschte Besucher von Sams kleinem Garten ferngehalten. Das ist wie im Paradies. Eine reife Papaya, lecker. Laut Überschrift ist dies die Übersetzung der Inschrift an der Tempeltür. Die hat Sam vermutlich in mühsamer Kleinarbeit angefertigt. Hier steht: Achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Ein Helm mit Helmlampe. Praktisch, wenn man durch enge Stollen kriechen muss und keine Hand für eine Taschenlampe frei hat. Der Rucksack von Sam. Mal schauen, ob sich darin was Nützliches finden lässt. Merkwürdige Sachen hat Sam in ihrem Rucksack. Sehr merkwürdige Sachen. Ein paar der Zeltstangen sind noch halbwegs brauchbar. Die nehme ich mal mit. Der Rest wurde durch die Explosion komplett zerstört. Da ist nichts mehr zu retten. Der steckt tief und fest in der Erde. Ich sollte das Feuer lieber nicht neu entfachen, denn wenn die Typen, die Sam entführt haben, zurückkommen und ein brennendes Lagerfeuer sehen, werden sie vermutlich nach mir suchen. Eigentlich bin ich ja kein Freund davon, überall Blumen rauszurupfen, aber vielleicht bringen sie mich ja irgendwie weiter. Ich werde mal etwas Wasser einfüllen. Gute Idee. So bleiben die Blüten schön frisch. Ein paar Minuten Geduld. Jetzt habe ich Hibiskustee. Prima. Nur, was soll ich damit? Jetzt ist es rote Farbe. Völlig ungenießbar. Was wohl daraus wird, wenn ich noch länger warte? Nee, keine Zeit. Ich steck das Zeug mal ein. Keine Chance. Entweder bin ich körperlich am Ende oder... Ich habe mich gerade für die andere Alternative entschieden. Völlig egal, welche das sein mag.
Bis ich durch das Wasser gestiefelt und bei dem Frosch angekommen bin, ist er schon längst zum nächsten Blatt weitergehüpft, klopft sich auf die Schenkel und lacht mich aus. Und von einem Frosch ausgelacht zu werden, ist definitiv nicht gut für mein Ego. Die Fische überwinden das Hindernis einfach, indem sie aus dem Wasser und über die Kaskade springen. Mir fallen auf Anhieb 20 Leute ein, die nicht so schlau wären. Ich werde den Zaun mal mit den Zeltstangen stabilisieren. Fertig. Clevere Fischchen. Statt sich im Zaun zu verfangen, springen sie einfach drüber. Respekt. Die Flagge als Fischfänger. Okay, warum nicht? Einen Versuch ist es wert. Na, das ging ja schnell. Vielleicht sollte ich mal über eine Karriere als Fischer nachdenken. Mit Speck fängt man Mäuse und mit Bier fängt man Schnecken. Gärtnerweisheiten sind immer noch meine Lieblingsweisheiten. Wie soll ich in diesem dichten Urwald nur den Weg zum Tempel finden? Naja, ich muss es halt versuchen. Was anderes bleibt mir kaum übrig. Du willst mir den Weg zeigen? Prima, dann mal los. Mist, das war wohl nichts. Hör mal zu, mein Kleiner. Ich bin ein Lama und untrainierter Zweibeiner. Du musst schon ein bisschen langsamer laufen. Die ersten paar Meter gingen ja noch, aber dann warst du plötzlich weg. Also, beim nächsten Mal bitte auf mich warten, klar? Ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich dem Affen besser folgen kann. Nun ist die Papaya rot. Na, Appetit auf leckere Papaya? So, mein Freund, jetzt hast du auch rote Hände. Jetzt ist mir egal, wie schnell du läufst. Hauptsache, du bleibst auf dem Boden, damit ich deine roten Spuren verfolgen kann. Das scheint der Tempel zu sein. Von Sam ist aber weit und breit nichts zu sehen. Die Spuren des Äffchens gehen aber noch weiter am Tempel entlang. Ich folge ihnen mal. Da ist sie. Sie wird in einem Käfig gefangen gehalten und die Wache ist schwer bewaffnet. Von hier aus stehen die Chancen schlecht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, an sie ranzukommen. Max! Er lebt. Er hat mich gefunden. Jetzt stehen meine Chancen wieder deutlich besser, lebendig aus diesem Käfig rauszukommen. Ich sollte mich aber lieber ruhig verhalten, damit die Wache keinen Verdacht schöpft. Solange außer mir keiner weiß, dass Max hier um den Tempel rumschleicht, stehen unsere Chancen für einen Überraschungsangriff gar nicht mal so schlecht. Ich kann nur hoffen, dass Max schon einen Plan hat. Einen guten Plan. Wenn ich doch nur einen Plan hätte. Keine Ahnung, was für ein Strauch das ist. Und diese weißen Beeren habe ich auch noch nie gesehen. Ich nehme mal ein paar mit.
Eine seltsame Pflanze. Und sie stinkt bestialisch nach Aas.